Nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine sind Flugdrohnen weltweit auf dem Vormarsch. Meist elektrisch angetrieben und mit hochauflösenden Kameras ausgerüstet, sind sie bei Sicherheitskräften, auf Großbaustellen oder auch im Medienbetrieb inzwischen unverzichtbar. Die fliegenden Augen werden aber nicht nur in Fernost produziert, sondern auch hierzulande. Wir haben eine Hightech-Firma in Bayern besucht, die professionelle Aufklärungsdrohnen produziert. Mit den Einsteigermodellen für Hobbyflieger haben die aber wirklich nichts mehr gemein, wie ihnen Claudius Auer jetzt zeigt. Dieses Haus soll gesprengt werden. Die Feuerwehr in Duisburg ist verantwortlich. Wurden alle Menschen in der Umgebung evakuiert? Eine Flugdrohne erkundet die Lage. Sie liefert Bilder an die Einsatzleitung. Die Straßen sind leer. Erst jetzt kann gesprengt werden. Wir sind in Bayern, in Gilching nahe bei München. Hier besuchen wir eine Firma, die Drohnen fertigt. Geschäftsführer Florian Seibel wollte von Anfang an hochprofessionelle Drohnen für Spezialmissionen herstellen. Ich habe einen Bundeswehrhintergrund, ich war 16 Jahre dort, ich habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert, war dann Pilot bei der Bundeswehr und habe dann aber irgendwie schnell gemerkt, diese Drohnen, wie sie Bundeswehr 2015 war, das einsetzt, da könnte man mehr machen. Und er hat mehr gemacht. Für Florian Seibel war es wichtig, dass seine Hochleistungsdrohnen in Deutschland gebaut werden. Das Unternehmen ist mittlerweile einer der führenden Hersteller. Ein Vergleich. Diese kleine chinesische Drohne kostet etwa 800 Euro. So eine große aus Gilching 180.000 Euro. Was ist der Unterschied? Erstmal die kleine Drohne. Mittlerweile fast ein Massenartikel. Geflogen werden sie mit einer einfachen Fernsteuerung. Und die kann vor allem eins, die Drohne steuern. Zum Ziel hin und wieder zurück. Für den sicheren Flug gibt es Annäherungssensoren. Das Bild von der HD-Kamera landet auf einer Speicherkarte. Doch für professionelle Einsätze gibt es ganz andere Anforderungen. Die Hochleistungsdrohne muss zum Beispiel weit fliegen können. Also der Vorteil, den wir haben, dadurch, dass wir Tragflächen eben am Fluggerät haben, sind wir viel effizienter unterwegs. Wie so ein Vogel, der durch die Luft gleitet, sehr effizient und können deswegen viele Stunden in der Luft bleiben. Und deswegen ist unser Fluggerät ungefähr um den Faktor 20 effizienter. Das bedeutet, dass die Hochleistungsdrohne mindestens dreimal so weit fliegen kann wie die kleine Drohne. Bei diesem längeren Flug zeigt sie, was sie noch alles kann. Zum Beispiel bei einem Einsatz für die DB. Die muss sicherstellen, dass die Zuggleise auf der gesamten Fahrstrecke frei von Gegenständen sind und nicht von Pflanzen überwuchert wurden. Die Drohne fliegt los und liefert genaue Daten. Ein Algorithmus erstellt eine virtuelle Karte und teilt der Zentrale mit, wo geräumt werden muss. Bei solchen Einsätzen müssen Hochleistungsdrohnen auch wesentlich besser sehen können als kleine Drohnen. Ich habe den Infrarotsensor für die Wärmebildgebung, ich habe einen Tageslichtsensor, ich habe einen Laserentfernungsmesser und eine sogenannte Low-Light-Kamera, die in der Dämmerung, sage ich mal, im Übergang vom Tag zu Nacht sehr lichtempfindlich auch noch gute Bilder liefert. Das zeigt sich auch bei dieser Mission. Die Drohne soll eine Kiesgrube vermessen. Dabei sieht sie Dinge, die wir nicht sehen. Kleiner Test. Wo ist in diesem Bild der Kiesbagger versteckt? Bei einer 80-fachen Vergrößerung kein Problem. Mit einer so großen Auflösung sind diese Drohnen natürlich auch für das Militär interessant. Das Einzige, was der Pilot machen muss, ist, den Flugweg zu programmieren. Den Rest erledigt die Drohne alleine. Intelligente Drohnen können Panzer erkennen und auch tracken. Sie wissen, ob Menschen Zivilisten sind oder Waffen tragen. Kein Wunder also, dass solche Drohnen auch im Ukraine-Krieg eine Rolle spielen. Kiew hat über 100 aus Deutschland geordert. Ein Millionendeal. Trotzdem handelt es sich um keine Waffenlieferung. Wir sind exportkontrollpflichtig, also wenn wir irgendwas in bestimmte Länder schicken, Ukraine, muss die BAFA in dem Fall in Deutschland zustimmen. Und unsere Fluggeräte, und das ist auch eine rote Linie für uns, sind nicht in der Lage, irgendwelche Waffen oder Granaten oder Munition zu transportieren, sondern das sind wirklich reine Aufklärungsdrohnen.
Denn gerade Aufklärungsdrohnen leisten eine wichtige Arbeit, um Informationen aus Katastrophen- und Krisengebieten zu liefern. Weltklasse-Technik, made in Germany.